Hallo Freunde, willkommen zurück am Nordstrand. Ich habe eine weitere Lieferung für die Bäckerei. Also die Butter nimmt er. Erdbeeren hat er genug scheinbar. Schauen wir mal eben. Voll, der einzige Verbrauch ist Zucker. Also können wir den Rest hier verkaufen. Aber hier rechts steht noch eine ganze Ladung mit dem Mehl. Die können wir dann gleich auch noch holen und verkaufen. Und hier haben wir unser Zuckerrübenernte. Der ist dann gleich vorne muss abgetankt werden. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann müssen wir gucken, wie voll der Anhänger ist. Wenn er voll ist, füllen wir dann zur Zuckerfabrik und die dann in den Autodruck einbinden, damit es dann alles automatisch geht. Also hier rechts mit Kuba, das Feld war kleiner und da Opa den Bärchen nicht macht. Den halben Streifen da vorne. Also, das hier macht er ganz gut. Eben hätte er es am Anfang gemacht, das Feld wäre wahrscheinlich über die Bühne gegangen, weil das wollte er gar nicht erst. Ich wundere mich nur, dass der Abfahrer noch nicht da hinten kommt. Ah, doch schon. Ich habe gedacht, der ist gar nicht im Flug. Aber er steht schon bereit. Das ist gut. Also wie es aussieht, mindestens zweimal Roper kriegen vom Feld hier. Und ich habe noch zwei kleine Felder gekauft, die ich wahrscheinlich wieder abstoßen werde, wenn ich die abgeerntet habe. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich passen sie mir nicht in den Kram. Hier die 14 und 18 haben Zuckerrüben nämlich gekauft. Nur ich könnte die 11 noch kaufen. Dann die 14 würde ich wieder abgeben. Die brauche ich nicht. Die 11 noch können wir mit der 18 zusammenpacken. Was ist denn da drauf? Weizen. Die könnte ich und die können wir mit den 18 zusammenpacken. Das würde funktionieren. Und das gleich mit den anderen 3-4 Feldern zusammen. Das wird gehen. Die 19 dazu packen, müssen wir schauen. Aber jetzt machen wir erst unsere Zuckerrüben weg. Der ist voll. Gut. Jetzt schauen wir, ob das mit dem Abladen funktioniert. Das geht auch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel da reinkommt. In einem Europa. Der wird echt voll. Und der Rupp ist noch nicht leer. Okay. Ich habe Hofsilo angegeben, das ist falsch. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hier. Ich habe schon links, also eine Feldumfahrung habe ich drin. Das ist gut. Also das macht er hier normalerweise selber.
aus. Könnte jetzt eigentlich die Molkerei angeben. Wann ist die gleiche Strecke? Und wenn er da ist, muss ich dann umswitchen. Nur da kann ich schon mal kontrollieren, ob er irgendwo hängen bleibt. Also die Hürde genommen. Und dann hätten wir alles, dann kann der Zucker herstellen, den Zucker kann ich zur Bäckerei bringen und dann gibt es endlich Kuchen. Ich hoffe, das lohnt sich finanziell, der ganze Aufwand. Hier fehlt noch die Strecke. Seltsamerweise. Da fehlt auch ein Weg nach rechts. Also irgendwo habe ich da was vergessen. So, hier links unsere Bäckerei. Ja, nochmal gut gegangen. So, hier. Davon kommt links meine Molkerei. Die Zuckerfabrik ist gleich bei den dreien das mittlere. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich überhaupt abladen muss. Sehe ich noch nichts. Da spawnen, glaube ich, die Paletten dann. Dass der da um die Ecke kommt. So, Zuckerfabrik Abgabe. Machen den mal eben leer. Was jetzt? Gucken, dass da nicht jeder herfährt. So, du bist leer. Okay, du kannst hier schon zurück, das ist gut.
Kino eben auch hier. So, dann hoffe ich, dass das am nächsten Mal alleine macht. So, du bist zu weit gefahren zum Verkaufen. Hätte jemand anderes teuer etwa gekauft? Ich vergesse mal nachzugucken. Na, also der Goldmark ist also mein eigener, nimmt das, gibt das meiste Geld. So, dann schauen wir, was da Arbeit gibt. Die Rampe. Und schauen wir mal Zucker. Nein, das ist noch die BGR. Hat auch noch Gülle drin. So, Brot ist er dran. Kuchen soll er dann machen. Sorry, ich hab's mir im Hals. Mehl wollte ich holen, verkaufen. Zuckerrüben sind drin, also kann der Pro arbeiten. Die kann ich hier irgendwie ausmachen. Ich habe gehört, das kostet Geld, auch wenn wir nicht produzieren. Silage, das mache ich hier. Die nehmen auch Zucker. Dann können wir die auch aktivieren. Das heißt, wenn die Bäckerei genug hat, kann ich es bis zur Melkerei bringen. Das ist ja schon mal gut. So, ich habe vergessen mein Mehl. Also. Zur Mühle Mehl holen und verkaufen. Nee, in den Stall fahren, das ist nicht gut. Schlecht, wenn da kein Autodrive-Kursler herläuft. Gut. Du bist auf einem guten Weg. Ich bin schon gut gefüllt. Mein Hänger kommt da gerade. Der Fahrer, das ist hervorragend. Das funktioniert. Also er wird nicht voll. In der Zeit, wo der abfährt. Einzig beim größeren Feld, wenn er nicht leer wird, addiert sich das jedes Mal die Reste. Dann kann es immer mal eng werden. Dann brauche ich einen größeren Hänger. Also das Ding funktioniert schon sehr gut, also das wäre interessant für mich, wenn ich dann die drei Felder da, dieses die nächsten beiden für Zuckerrüben mache. Ist dann irgendwann interessant, das Gerät zu kaufen. Jedes Mal mieten kostet auch Geld. Aber bis dahin ist noch Zeit. So, du musst zur Mühle. Und dann kann ich den schon schicken. Habe ich jetzt einen Tiefenlocker oder irgend sowas in der Richtung? Oder habe ich da. Was habe ich denn überhaupt? Ich habe einen Tiefenlockerer, stimmt, den habe ich gekauft. Manchmal weiß ich das gar nicht, was ich alles habe. Es läppert sich. Ja, da ist voll, da können wir schon ein Lager wegnehmen. Ja, streng die nicht so an.
Und Palette bei der Bäckerei stehen, also da auch nichts hinzubringen. Aber das war's. Im Moment bringen wir die schon mal weg. Wenn ich Lager hätte, könnte ich auch einlagern. Ich habe ja keine Ernte mehr, kein Weizen mehr, also dann kann ich auch kein Mehl mehr produzieren, also sollte ich Mehl aufbewahren. Dann brauche ich eine Halle. Dann bräuchte ich eine Halle. Palettenlager ist es, glaube ich, oder? Da muss ich gucken, das muss ich mir ansehen. Den Platz hätte ich, ja. Den Lager hier zum Beispiel dahin stelle, um Paletten einzulagern. Genau wie das Mehl, ihr könnt im Winter keine Weizen, keine Gerste zum Mehl produzieren. Lager wird leer. Ja, das ist nicht mehr viel. Und dann kann ich kein Brot mehr machen. Das ist aber auch irgendwann leer. Obwohl es im Moment voll ist. Aber vielleicht kann man eine größere Bäckerei machen, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Genau. Da muss ich aber erstmal gucken, was für ein Mod es gibt dafür. Können wir nur hoffen, dass es nicht regnet. Naja, bis zum nächsten Video sollte ich was gefunden haben. So, du bist am Abtanken. Das ist der, das heißt, der ist auch gleich fertig. Dann kann der zeigen, ob er alleine die Zuckerrüben wegbringen kann. Hier eine Molkerei dran. So, dann sind wir mal gespannt. Wir gucken, wie voll die. Na, die 30% hat er immer noch. Aber bis es zum Tragen kommt, sollte das Feld fertig sein. Ist das eigentlich schnell mit dem Zucker oder wie läuft das? Das war falsch, da müssen wir hin. Er hat ein bisschen, also er ist auch langsam, die Produktionen sind recht langsam.
Also das finde ich schon mal gut. Ich kann Zucker zur Molkerei bringen, ich kann Zucker in die Bäckerei bringen. Molkerei Butter geht auch in die Bäckerei. Also diese Produktionsketten finde ich toll. Könnte noch mehr geben. Weil auf der Elm Creek bin ich ja gerade dabei mit der Brennerei. Da brauche ich Holz für Bretter, Bretter brauche ich für Paletten und Paletten brauche ich für eben Transport, Getränke transportieren. Ich brauche Holz, Hackschnitzel vom Papier herzustellen oder Etiketten für die Flaschen zu machen, was wieder zur Brennerei geht. Also, ich find das toll. Da wir uns im 19er selber zusammenschustern müssen, das war auch nicht schlecht, hat auch Spaß gemacht. So, wenn das jetzt beim ersten Mal schon klappt, bin ich ja schon zufrieden. Dann brauche ich nur noch einbinden, wenn ich es abhole. Aber der Anfall ist ja so weit da, da fahre ich dran vorbei. Das ist das hier vor dem weißen Gebäude. Gleich hier links müssen die rauskommen. Da ist die Markierung hier links. Und hier, da fahren wir so schon vorbei. Und den ein bisschen näher ranlegen. Aber da steht noch nichts. Also da kommt er gut um die Ecke. Der macht leer, das funktioniert hervorragend. Okay, und jetzt müsst ihr gleich links abfahren vor der Molkerei. Und hat er gezeigt, dass es funktioniert. Liebe ist, wenn ein Plan funktioniert. So, hier ist links ab. Genau. So. Dann war es das für dieses Video. Ich bedanke mich, dass ihr zuschaut, dass ihr Interesse habt, dass es Spaß macht. Lasst ein Däumchen da, seid weiter abonniert. Haut auf die Glocke. Bleibt gesund, mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.